إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله. الله تعالى sagt in dem Koran: Allahs sind die schönsten Namen, so ruft ihn damit an. Al-Bukhari und Muslim überliefern, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah ta'ala hat 99 solche Namen, die, wenn man sie lernt und umsetzt, ins Paradies führen. Zu diesen Namen gehört der Name Al-Jabbar, welcher unter anderem auch im Koran vorkommt und so viel bedeutet wie der Allgewaltige. Allah ta'ala sagt, er ist Allah, außerdem es keinen Ilah gibt, außerdem es keinen Anbetungswürdigen gibt. Der König, der Heilige, der Friede, der Gewährer von Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber, Al-Jabbar, der Gewalthaber, der Stolze, preis sei Allah, und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellt. Auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam finden wir diesen Namen vor. So überliefern Al-Bukhari und Muslim im Hadith von Abu Sa'id al-Khudri, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Am Tage der Auferstehung wird die Erde wie eine Teigkugel sein, die der Allgewaltige, Al-Jabbar, der Allgewaltige, der Gewalthaber in seiner Hand hält. Abu Dawud und Tirmidhi überliefern, dass der Gesandte Allah alaihi salatu wassalam zwischen den zwei Niederwerfungen in der Nacht, in dem nächtlichen freiwilligen Gebet, Folgendes sagte: Er sagte, mein Herr, vergib mir, erbarme mich, helfe mir auf. Wajburni, helfe mir auf. Das ist eine weitere Bedeutung des Namens Al-Jabbar. Versorge und erhebe mich. Und hier haben wir Auf ibn Malik. Er sagt, ich stand in der Nacht, auch wieder in dem nächtlichen freien Gebet, ich stand in der Nacht neben dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam im Gebet. Als er in die Niederverbeugung ging, als er sich verbeugte, verblieb er, yani in der Verbeugung, in der Länge der Suratul Baqarah. Er verblieb der Länge der Suratul Baqarah in dieser Position und wiederholte folgende Worte. Er sagte, gepriesen seist du, Herr der Allgewalt, Rabbil Malakut, des Königreiches und der Herrlichkeit. Nun zu den Bedeutungen dieses Namens. Dieser Name hat drei Bedeutungen. Erstens, er handelt um die Gewalt der Bezwingung und Macht. Allah Ta'ala ist der Allgewaltige, der allen Gewalthabern überlegen ist und sie alle bezwingt. Wie groß auch die Macht eines einzelnen Gewalthabers sein mag, so befindet er sich letzten Endes unter der Gewalt und der Macht Allah Ta'alas. Die zweite Bedeutung dieses Namens: Das Wort Al-Jabr bedeutet auch etwa so viel wie das Einrenken und Einrichten oder Wiederherstellen, Wiederherrichten von gebrochenen Knochen, Trost und Versöhnung. Somit ist Allah Ta'ala der, der den Schwachen früher oder später aufhelfen wird, sie trösten und besänftigen wird. Er ist der, der die gebrochenen Herzen wiederherstellt, ihnen Ruhe und Trost schenkt, sie durch bedeutsamen Lohn entschädigt und belohnt. Die dritte Bedeutung, die nennen wir Jabrul Ulu. Das ist die Hoheit Allah Ta'alas. Das bedeutet, dass Allah Ta'ala über seine Geschöpfe ist. Nichts von ihm befindet sich in seinen Geschöpfen und nichts von ihnen in ihm. Wie ihr gesehen habt, wird diese Eigenschaft zu einem für die Hochmut, die Gewalt, das Brechen, Macht und das Bezwingen benutzt. Diese Eigenschaften in dieser Bedeutung sind in Bezug auf den Menschen teilweise negative Eigenschaften, zu denen er nicht berechtigt ist. Er ist nicht berechtigt, derartige Eigenschaften zu tragen. Deswegen negiert sie Allah Ta'ala in Bezug auf seine Propheten. Er sagt über Yahya: O Yahya, nimm die Schrift mit aller Kraft. Und wir gaben ihm schon als Kind die Urteilskraft und Mitgefühl von uns und Lauterkeit. Er war gottesfürchtig und gütig gegen seine Eltern. Und jetzt kommt das Wort Al-Jabbar.
und er war weder gewalttätig, hochmütig, eitel. Das sind alles Bedeutungen des Wortes Jabbar hier und noch widerspenstig. Also er negiert hier, dass er tyrannisch war, bezwingend, mit einer gebieterischen Haltung gegenüber seinen Eltern. Und Allah Ta'ala sagt auch, und enttäuscht wurde jeder widerspenstige Gewalthaber. Zum anderen haben wir gesehen, steht diese Eigenschaft für eine Bedeutung, die durchaus auch für den Menschen positiv ist. Nämlich das Gegenteil des Brechens, das Gegenteil des Bezwingens, nämlich das Einrenken und Heilen, wenn man es so sagen mag. Das ist eine positive Eigenschaft. Sufyan al-Thawri pflegte zu sagen, ich kenne keine größere und herrlichere Anbetung als das Trösten der Gemüter. Und der Gesandte Allahs alayhi salatu wassalam hatte den größten Anteil an dieser Eigenschaft. In der Geschichte des Gefährten Ikrimah ibn Abi Jahl, und wie der Name verrät, war sein Vater Abu Jahl, einer der Erzfeinde des Islams und des Propheten. Als Ikrimah, der Sohn von Abu Jahl, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, ergebend nach der Annahme des Islams, ermahnte der Prophet seine Gefährten, ihn nicht wegen seines, in seiner Anwesenheit nicht seinen Vater zu beschimpfen und dass sie ihn nicht wegen seines Vaters beflecken, um sein Gemüt nicht zu kränken. Auch nahm er Rücksicht auf die Menschen, wenn er mit ihnen sprach. Wenn jemand sprach, schaute er ihm in die Augen. Gab ihm jemand die Hand, ließ er erst los, wenn sein Gegenüber losließ, aus Achtung zu ihm. Wenn ihn jemand rief, schaute er nicht nur halbwegs zurück, er drehte sich gänzlich um. Abschließend noch einige Folgen dieses Namens, einige Auswirkungen dieses Namens auf dein Leben. Dieser Name Allahs sollte dein Herz dazu bewegen, ihn zu verherrlichen, ihn zu verehren. Denn das gebührt seiner Allgewalt. Denn der Diener ist sich dessen gewiss, dass das, was er will, geschehen wird und was er nicht will, nicht sein wird und niemand kann es ändern. Das ist eine der Bedeutungen dieses Namens Al-Jabbar, der Allbezwinger. Auch sollte dieser Name veranlassen, dass du deine eigene Position erkennst und diese nicht überschreitest durch Hochmut, Aufgeblasenheit und Überheblichkeit. Dieser Name ruft dich dazu auf, sich seinen Bestimmungen zu ergeben, dich vor ihnen mit Respekt zu beugen. Dieser Name sagt dir, dass das allerhöchste Recht, dazu zu sagen, wo es lang geht, was zu tun ist, was nicht getan werden sollte, nur ihm zusteht. Wer sich selbst oder anderen anmaßt, Gleiches zu tun und gleiches Recht zu haben, der rebelliert gegen die Allgewaltigkeit Allah Ta'alas. Dieser Name sollte dein Herz mit Vertrauen und Zuversicht füllen. Denn du weißt, dass du dich auf eine starke Säule stützt und dich einem Herrn zuwendest, in dessen Hände die Schnur aller Geschehnisse ist. Du weißt, dass dir kein Mensch etwas krümmen kann, wenn er es nicht will, und kein Mensch dich schützen kann, wenn er es anders bestimmt hat.